Gab's noch einen Shortcut da? Wir können das, also wir müssen ja jetzt nicht in Richtung Wolf laufen. Wir können ja jetzt direkt rechts runter und direkt hin zu ihm. Du machst da wieder deinen Wegpunkt? Ich hab wieder da, wo ich es vorher auch hatte. Okay. Ich komme da ja raus, solange ich überlebe. So, ich sehe dich dann noch nicht, also dein Dings, wenn du den gesetzt hast. Wie immer, an derselben Stelle, ne? Ja, zwischen jetzt sehe ich ihn. Der Boss hat das in sich. Ich wird gerufen. Nein, ich mache jetzt schon meine Attacken. Zum Glück nur die schwache. Das war gar nicht mal so schlimm. Ja, egal. Der hält so übertrieben viel aus. Und also jetzt würde ich empfehlen, lass mich vorlaufen. Ich lauf einfach durch. Zieh die Attacken auf mich. Und du kommst dann hinterher. Okay. Ich kann auch noch diese Schutzblase machen. Die werde ich wahrscheinlich einmal kurz zaubern. Ja, hier kommt ja, glaube ich, nichts mehr. Doch, hier links oben steht der Magier. Achso. Ah, okay. Ja, ich weiche ihm immer normalerweise aus. Den kannst du auch ausweichen. Oh. Oh. Was ist los? Er hat mich in den Rücken getroffen. Aber ich habe ja noch meine Zauber. Okay. Werde ich jetzt auch gleich erstmal kurz machen, bevor wir da weitergehen. Ich kämpfe schon mal gegen die Schwachen. Gott, jetzt hat er mich jetzt schon einmal getroffen. Ja, auf diese One-Hit-Attacken, diese schwarze Magie ist einfach übertrieben stark. Ihr habt gesehen, die haben uns da umgehauen. Ich mache auch die großen hier. Nein, meine Waffe ist in Gefahr. Kannst du den besiegen? Reparaturpulver. Ja, habe ich ja zum Glück eben jetzt bekommen. Versuch's, aber ich muss aufpassen, dass er nicht wenig Schaden kriegen. Wenn die Waffe kaputt geht, dann macht die keinen Schaden. Deswegen immer ein bisschen Reparaturpulver dabei haben und einfach dann benutzen. So, komm. Willst du dich nochmal hochheilen? Nee, das mach ich gleich. Bei diesem Manus, ja, wir müssen das ja jetzt nicht mehr sehen, oder? Doch, müssen wir sogar angucken. Haben wir keine Wahl. Bei dem Manus, wenn wir den besiegt haben, bekommen wir, ich glaube, den zweitstärksten Zauberstab, wenn nicht sogar den stärksten Zauberstab. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das der stärkste ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich beide equipped habe. Den und den von Logan. Deswegen, also ich würde euch sagen, cheatet da nicht durch, macht nicht diesen Bogenschützen-Trick, sondern besiegt den ganz normal. Auch wenn das extrem schwer ist. Ich weiß nicht, ob ich ein Paladin-Eid bin. Oh Gott. So, ich werde. Nein, der hat mich einmal erwischt. Ich bin unten. Jo. Ich heil mich. Oh. Ich hol den Wolf. Phantom wird gerufen. Ich heil dich, heil dich, heil dich. Das ist geil. Alles klar, danke. Oh. Okay. Bei der Attacke kann man immer eine angreifen. Ich habe den, normalerweise bekämpfe ich den immer so, ich warte einfach so lange, bis er bestimmt gewisse Attacken macht, wie zum Beispiel diese große, die der gerade gemacht hat. Weil dann habt ihr genug Zeit, um den einmal anzugreifen. Achtung. Das aufpassen, jetzt macht er noch. Und jetzt kann man den einmal angreifen zum Beispiel. Zack. Und jetzt kommen wieder einmal angreifen. Zack. Wichtig ist immer Schild oben lassen, damit ihr, falls ihr eine Attacke macht, dass ihr die zur Not noch ein bisschen parieren könnt. Das macht dann nicht den vollen Schaden. Oh, oh. Oh Gott. Der macht. Oh Gott, der hat mich in seiner Ulti gefangen. Er hat zum Glück einen Schlag auf mich abgehört. Ja, ich habe einen Schlag zum Glück, bin ich einem Schlag ausgewichen. Ich heile zweimal. Oh. Okay. Ist nicht auf mich gegangen. Und drauf da. Oh Gott, ich habe wieder einen Schlag abbekommen. Ich heile uns. Okay, man muss immer volle HP haben, weil ihr habt gesehen, der hat One-Hit-Attacken. Oh, jetzt zum Beispiel. Oh. Kannst du dich heilen? Ich kann mich selbst heilen. Ich muss nur ein Stück weg. Okay. Ich greife ihn weiter an, dass der auf mich. Oh Gott. Oh
Gott, das hat extrem Schaden gemacht. Okay, ich bin wieder voll. Ich heile mich. Nein, nein, oh Wolf. Gott. Aber zum Glück hat er den Wolf angegriffen. Danke. Danke, Seth. Sif. Oh. Läuft wieder Amok. Ja, der hat mich leicht getroffen. Die letzten beiden, ne? Zack. Nein, da weicht so genau aus. Oh, oh. Nein. Ah. Ich hab mich noch einmal geil. Wir müssen auf die One-Hit-Attacken aufpassen. Am schlimmsten ist eigentlich Gott, die Ulti hat er mich. Der wollte dich treffen, hat mich damit mitgenommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich heile uns zweimal. Sehr gut. Bis voll. Perfekt. Ich hab nur noch ein Flas. Alles klar. Wollten wir bei diesem ich bin ausgewichen, Wir müssen den gleich doppelt machen, ne? Bei dir müssen wir den auch noch einmal machen. Okay, Achtung. Geht auf dich. Oh. Okay. Oh Gott, nochmal, 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 nochmal. War auf mich. Ich hab gut gefressen, ich benutze eine Heilung. Oh Gott. Ich hab geblockt. Ich nehme ihn dir gleich ab. Ich bin da. Jo. Oh, oh. Okay. Ich muss in Nahkampf gehen, ich muss jetzt in Nahkampf gehen. Ja, ich bin auch schon im Nahkampf, warte. Kacke, ich hab einen Schlag abbekommen. Ich mach auf Nummer sicher. Oh Gott. Pass auf, pass auf. Ich bin ausgewichen. Ich benutze Menschlichkeit. Ich nein. Du hast überlebt. Oh. Aber ganz knapp. Ich kann keinen Schlag mehr. Ich hab den. Jawohl, das. Nein. Ja. Jawohl. Boah, mit einem HP hast du überlebt. Ich hatte auch nichts mehr. Ich hatte nur 3 Magie. Seele des Manus. Ich weiß gar nicht, was kann man. Ach, mit der Seele des Manus kann man, glaube ich, den Zauberstab herstellen. Stab herstellen. Und jetzt seht ihr, 10 verdammte Menschlichkeit haben wir für den Bus bekommen. Puh. Ah. Hallo. Und das spawnt das Mädel, welchem wir geholfen haben. Beziehungsweise wem wir versprochen haben zu helfen. Hm? Hallo. Hm, ah. Hallo. Hm. Müsste jetzt nicht das Mädel, die Frau kommen? Das Mädchen liegt da, diese Frau, der wir helfen sollten. Ja, aber die antwortet mir nicht. Okay. Jetzt dürfen wir sozusagen, werden wir wahrscheinlich dasselbe nochmal machen. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir erstmal weitermachen, dann machen wir später das bei dir? Ist mir egal, wir können auch weitermachen, also okay. Ich hab's nicht so eilig. Genau, weil dann würde ich sozusagen wieder so... Wir nehmen hier so 3 Stunden am Stück auf, dass ich dann wieder so 10, 20 Folgen, wahrscheinlich 10 Folgen sind das ungefähr, machen kann. Oh. Weil wenn wir gerade schon so einen Lauf haben, dass wir immer zusammen in ein Spiel kommen, können wir gucken. Pass auf, Heilige. Naja, 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 naja. So, das Mädel redet mit mir nicht. Dann gehe ich einfach mal weiter. So, das heißt, diese Welt haben wir fertig gemacht. Das war das DLC-Paket. Ich würde sagen, jetzt machen wir... jetzt machen wir... Gemalte Welt, genau. Dafür gehe ich jetzt einmal in die Base. Also nochmal, nicht in die Base, sondern zum Feuerbandstein. Ich muss nämlich noch die Puppe holen. Die habe ich mir noch gar nicht geholt. Die mache ich dann schnell. Hast du die schon? Ich habe die schon, ja. Okay. Ich habe wieder 67.000 Seelen. Ich habe den Logan hier. I'm afraid that you are on the base. Oh, do not. Ich glaube aber, der verkauft den Ring nicht. Nee, nee, leider nicht. Der verkauft gar nichts, der redet mit mir nicht mehr. Ich glaube, der redet erst, wenn du 31 Intelligenz hast. Irgendwie sowas war da. Also jetzt gibt es einen Trick nämlich. Ihr wisst ja, wo wir herkommen, da wo das Tutorial war, da müssen wir jetzt nochmal hin. Wir wurden aber, wenn ihr euch noch erinnert, von dem Vogel weggeholt. Und jetzt müssen wir uns wieder zum Vogel durchkämpfen. Und zwar gibt es hier einen Trick. Könnt ihr sogar von Anfang an eigentlich machen. Wir machen das erst jetzt. Und zwar müssen wir hier eine Etage höher, steigen hier einfach vom Aufzug aus. Jetzt kommt das Schwere. Das ist jetzt nämlich ein bisschen tricky, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt hier drüber springen. Wer auch immer das zufällig entdeckt hat. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich finde das so schwer. Ich finde das so schwer. Und zwar müssen wir hier weiter nach oben.
Da, die Items brauchen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen die noch nicht. Werden wir aber anders machen. Wir müssen hier immer weiter nach oben. Genau da müssen wir hin, nämlich. Und zwar können wir hier uns hier zusammenrollen. Jetzt warten wir einfach mal ein bisschen. Beim ersten Mal dauert das ein bisschen länger. Das heißt also, wenn ihr das öfter macht, geht das schneller. Aber wir sind hier, wie ihr seht, wir haben uns so als ein Ei getarnt. Jetzt gucken wir mal, ob was passiert. Ich meine, was könnte denn passieren, wenn man sich als Ei tarnt, indem man zusammenrollt? Hm, da liegen wir ein bisschen. Oh, da kam ein Vogel. Und hat uns mitgenommen. Gott, wie mein Charakter aussieht. Darfst du keinem in der Öffentlichkeit zeigen. So. Nördliches Asyl der Untoten. Das ist da, wo wir hergekommen sind. Ihr müsst euch jetzt vorstellen. Oh Gott, ihr seht, damals hatten die keine Fackeln. Inzwischen haben die Fackeln geholt. Jetzt fängt das Ganze Lustige an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gab es hier keinen Wegpunkt? Anscheinend noch nicht. Ich heile mich mal vorher. Ne, ich mache vorher was anderes. Ich kenne das ja, deswegen, bevor ich hier unnötig sterbe, würde ich erstmal die NPCs töten, die hier sind. Ah ja. Habe ich zu viel angegriffen. Und jetzt geht's los. Wir haben extrem viel Leben verloren und wir sind tot. Verirrte Lehmann hat uns getötet. Ach ja, machen wir das Ganze nochmal. Teleportieren. Bist du durch den Boden gefallen? Ja, ja. Den brauchst du nicht für die Puppe, gell? Nee? Nee. Okay. Ja, Mann. Ich mach den einfach mit, den Dämon. Weil dann bin ich ja sowieso da unten. Man muss nämlich in die Kammer gehen, wo man als allererstes gespawnt ist, sozusagen. Da müssen wir hin. Ja, ich mach den, weil ich weiß nicht, ich glaube, der zählt als kleiner Zwischenboss mit und ich möchte alle Bosse besiegen, deswegen mache ich den mit. So, ich muss nur gucken, dass ich das hier schaffe. Jawohl, ich hab's wieder geschafft. Boah. Das ist aber immer so ärgerlich, ne? Ich hab die Attacke kommen gesehen, die kam ja von oben, das heißt, wenn er so ausweicht oder so angreift, so zack, senkrecht, das ist ein senkrechter Angriff, dann müsst ihr halt waagerecht ausweichen, nach rechts oder nach links. Und was habe ich gemacht? Ich bin nach hinten ausgewichen und habe natürlich den vollen Schaden kassiert. Oh Gott, man sieht. Oh Gott, jetzt töten mich fast die normalen Viecher. Nee, ich muss zwei Heiltränke allein an den normalen benutzen. Da würde ich aber nochmal ins Lagerfeuer gehen. Ich aktiviere diesmal das Lagerfeuer hier hinten. Das geht ja auch. Ich habe eben das Lagerfeuer dahinter nicht aktiviert. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da sterbe. Weil der hält eigentlich. Oh Gott. Da hat er mich von hinten erwischt. Jetzt wird das Lagerfeuer ausgehen, weil die Gegner in der Nähe sind. Ja. Machen wir dich tot, machen wir dich tot. Wow, der ist ausgewichen, nicht schlecht. Dann aktivieren wir das Lagerfeuer. Somit haben wir hier das schon mal gesaved. Jetzt gehen wir nach unten besiegen den. Der ist tot. Den auch nochmal töten. Wenn ich die beiden leben lasse, dann jumpen die mir nach unten und das wird dann ein gewaltiges Problem. So jetzt. Na komm. Zack. Nein, 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 nur noch ein Schlag.
Ich sehe nicht, was er macht. Jawohl. Ausgewichen. Jetzt kassiert der ein. Oh, jetzt fliegt er. Die Arschbombe interessiert uns nicht. In der Zeit kommen wir uns hoch. Hey. Er hält doch ein bisschen mehr aus als erwartet. Und das hat uns extrem weh getan. Oh Gott, ich bin Einschlag noch nicht tot. Ich bin tot. Oh Junge, was hält der denn auf einmal so viel aus? Ich habe den immer mit 2, 3 Schlägen getötet. Die Kacke ist, das ist halt extrem eng und diese Attacke, die der macht, die können wir nicht ausweichen. Wir müssen komplett, wir müssen, ich glaube, uns 20 Meter oder so von dem entfernen, um die, um diese Attacke auszuweichen. Das geht einfach nicht. Das geht so nicht. Wenn du direkt hinter ihm stehst, in einer gewissen Entfernung, dann trifft dich die Attacke nicht. Ja klar trifft die dich nicht, aber da musst Nein. Du musst so weit genug von entfernt stehen. Wenn du exakt hinter ihm stehst, genau unter seinem Schwanz und dann ein paar Meter entfernt bist, dann trifft die dich nicht. Fängt er schon wieder mit der Attacke an. Und ich bin tot, weil ich nach hinten ausweiche statt nach vor zur Seite. Oh Gott. Ich muss den irgendwie schaffen, in eine Ecke zu locken. Und wenn ich ihn da habe. Ich darf nicht gegen den kämpfen, während er in der Mitte ist, weil da habe ich einfach zu wenig Platz. Die Attacke ist einfach zu stark. Tötet mich hier wieder ein Skelett. I'm sorry. Ja, komm. Abräumen wir da auch nicht. Genau, bleib da. Zack, und da haben wir den. Eins und noch eine Schaffung noch. Und dann können wir uns heilen und sogar noch eine Attacke machen. Genau das meine ich. Ich weiß nicht. Oh Gott, jetzt kassiere ich 2 Hits. Na doch, nur eins. Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Jawohl, einmal kann ich mich heilen. War gut. Und noch einmal. Weil den von oben haut er immer zweimal zu, das weiß ich. Jawohl, ich habe den besiegt. Nochmal am Ende dick Schaden genommen. Also ich weiß nicht, wo das Problem war, gegen den jetzt zu kämpfen. Weil der ist nicht... Der ist nicht stark. Eine graue Scholle, Menschlichkeit, Heimwehrknochen und meine Leiche. Er ist nicht stark. Ich weiß noch nicht, wo mein Problem war. 20.000 Seelen von ihm bekommen. Müssen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Hier gab es irgendwo eine Leiter. Wo ist denn die? Da vorne, glaube ich. Genau, hier ist die Leiter. Da müssen wir nach oben. Er ist nicht stark, aber die Attacken sind halt mies, die er benutzt. So, und jetzt müsste das hier, glaube ich, sein. Oder? Ja, ich glaube, ich laufe wieder mal falsch. Ja, ich laufe wie immer falsch. Ich bin einfach so ein gekonnter Navigations-Noob. Ich verlaufe mich. Im selben Haus 10 Mal, ne? 100 Mal nicht. Ach Gott, hier ist noch ein Silberkrieger. Wo kommt der hier? Naja. Da legt er sich aber... Nein. Der hat mir Schaden gemacht. Komm, komm, komm. Oh Gott, er tötet mich noch. Nein, dann machen wir es anders. Zack 1, zack 2, zack 3 und dann ist er tot. Schwarzritterschild habe ich bekommen, das ist extrem stark. So, und davon ist das Item, was wir suchen. Da ist es. Merkwürdige Puppe, genau. Die brauchen wir. Jetzt kann ich nicht hingehen. Wir müssen gar nicht mehr zurücklaufen. Wir nehmen den Heimwehrknochen. Der teleportiert uns ja immer zum letzten Leuchtfeuer, was wir benutzen. An den gehen wir jetzt einfach hin und teleportieren uns nach Anor Londor. Jetzt muss ich überlegen, in Anor Londor. Gab es da etwas, was ich
brauchte. Da gab es etwas, was ich brauchte. Auch an Zauberei. Ein paar geheim versteckt. Ich weiß aber, wo es die gibt. Jetzt muss ich überlegen. Lass mich kurz überlegen. Zauberei einstimmen. Das hier kann ich benutzen. Ne? Schwarze Flamme. Lass mich gucken, was die schwarze Flamme ist. Ach, okay, das ist die. Perfekt. So, dann würde ich sagen, treffen wir uns in der gemalten Welt, oder? Ja. Ja. Wollen wir noch die gemalte Welt und dann haben wir heute extrem viel erreicht. Gibt es da am Anfang gleich ein Lagerfeuer? Ich hoffe doch. Weil ich habe meine Menschlichkeit nicht aktiviert. Ja, gibt es. Okay, super. Das ist super. Weißt du was? Ich aktiviere eben meine Menschlichkeit, da kann ich nämlich meine Feuerhüterin-Seele aus eintauschen. Ich müsste mich noch eine haben und dann heilen meine Flakons besser. Bei diesem Typen könnt ihr nämlich eure... Plus wie viel hast du denn? Ich hab den jetzt auf plus 2. Und wo hast du die dritte Seele her? Ich hab den dann auch nur auf plus 2. Ja, aber wenn du sie jetzt noch... Nee, ich hab's schon auf plus 2 geupgradet. So. Ach so, jetzt, okay. Ich weiß aber, wo ich noch eine bekommen könnte, in der Kanalisation. Aber da töten mich schon mal die Gegner. Ich habe die zweimal versucht zu nehmen. Ich glaube sogar während der letzten Aufnahme. Und da haben mich die Gegner getötet. Okay. Mit meinem Main habe ich die, glaube ich, auf plus. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sogar schon zweitstellig. Ich glaube, die geht bis plus 15 insgesamt. Oder plus 10. Ich habe die aber noch nicht ganz geupgradet mit meinem Main. Es gibt in der Kanalisation, wenn du da aus dem Lagerfeuer rausgehst unten, rechts um die Ecke, da ist so ein Eingang. Da sind ganz viele, so, die beschießen dich mit Spuckpfeilen. Nach diese Flucht. Genau, und da hinter einem Gitter liegt auch noch eine Feuerhüterin Seele. Aber diese Wölfe haben mich damals mal getötet, weil ich hatte da noch nicht die upgradete Waffe. Jetzt muss ich hier erstmal nach unten fahren. Ich hab 60.000 Seelen. Ich hab 21.000. Fahren wir nach unten? Ja, wir fahren nach unten. Ich glaube, jetzt muss ich ganz nach unten. Ja, ganz nach unten ist Gwendolyn. Okay. Ich muss gucken. Ich bin, wie gesagt, Navigations-Noob. Doch, ich bin da. Ich bin da. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. So, bei denen muss man aufpassen. Die greifen die immer schnell an. Und die weichen auch schnell aus. Und die haben Wurfgeschosse. Da wollte er sich heilen, der Penner. So, ich benutze einfach mal hier gegen die Chaosfeuerwelle. Die werfen mich noch so mit... Oh Gott, die weichen aber allem aus. Zack. Zack, und da hat er uns geholt. 530 macht die normale Verbrennung. Jetzt können wir mal gucken, wie viel die schwarze Flamme macht. Ich glaube, die schwarze Flamme nämlich, die geht durch Magierüstung durch. Die macht nur 475, also die macht weniger. Zack. Benutzen wir natürlich die normale große Verbrennung. Hier, von den Gegnern bekommt man auch ein Item, was ganz wichtig ist. Das ist nämlich eins. Das macht Schaden auch, wenn man ein Schild hat. Das ist für PvP ganz cool. Hey. Die machen ganz gut Schaden, aber sind alle tot. Jetzt können wir die looten. Wir haben leider noch nichts gedroppt, aber hier. Große Zauberwaffe. Das ist ein Zauber, den kann man als Magier benutzen. Damit verzaubert man seine Waffe und die macht dann deutlich mehr Schaden. Also das heißt, ihr dürft keine normale Verzauberung haben auf der Waffe. Schwarzeisenrüstung, die ist leider zu schwer für mich. Ihr dürft keine normale Rüstung haben, sondern ihr müsst
keine normale Waffe haben, sondern ich glaube bis plus 15 geht, aber ihr dürft, nee, ihr müsst eine normale Waffe haben, aber die darf nicht verzaubert sein, so ist das. Jetzt untersuchen wir doch das mal. Wenn ihr die schwarze Puppe habt, dann passiert Folgendes. Ein hübsches Bild. Der Controller vibriert. Ich liebe, dass der Controller vibriert. Wir sind in der gemalten Welt von Adianis. Die Welt zieht sich auch ein bisschen, aber die ist cool. Ich werde mal gucken, wie viele Parts. Ich glaube, ich mache die Parts jetzt ein bisschen länger. Weil in wie vielen? 15 Tagen ist ja schon Dark Souls 2 draußen. Muss ich mal schauen, wie ich das raushauen werde. Vielleicht 30 Minuten Parts. Ich denke, ich werde 30 Minuten Parts machen. Also ich benutze eine menschliche. Ich bin da angekommen am ersten Leuchtfeuer. Ich bin noch bei den weißen Wurfmesser, Heinos. Okay. Hallo? Wieso macht er nicht das, was ich möchte? Ich möchte einmal entfachen. Soll ich denn schon mal ein bisschen vorgehen? Die ersten Gegner sind ja ganz einfach. Kannst du machen? Verlaufe mich da nur immer gerne drin. Oh, hier ist sogar einer, den ich schulen kann. Oh Gott. Nein, das ist gerade verschwunden. Oh Gott. Oh Gott. Das war blöd von mir. Ich habe gar nicht gesehen. Ich habe mein Dings nicht mehr aktiviert gehabt. Mein Schild nicht mehr ausgerüstet gehabt. So. Ja, wir sind ja noch außerhalb der Burg. Da ist es ja nicht so schwer. Das ist. Ich denke, da schaffst du mich auch ganz schnell einzuholen, weil ich werde hier alles looten. Bist du hier schon durchgelaufen? Nee. Okay. Weil sonst können wir das einfach bei der Lehl machen. Ich glaube, die Brücke. Okay. So. Ich weiß, hier gab es ganz viele Geheimnisse, die man machen konnte. Hast du eigentlich nochmal aufgelevelt? 62 bin ich. Oh Gott. Hier bekommt man nebenbei eine Flamme, um ein Elementar zu schmieden. Aber ich weiß nicht genau welche. Und hier ist zum Beispiel auch ein Geheimnis. Zack. Ein getrockneter Finger. Was machen wir mit dem nochmal? Getrockneter Finger. Ich schau mal. Da war der. Getrockneter Finger mit mehreren Knöcheln. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich nicht. Oh Gott, wo kommst du denn her? Springt da mir einer entgegen. Ach guck mal, hier haben wir eine Ratte. Leiche plündern, eine Seele Ritter. Sonst nichts mehr. Schade. Ach, noch eine Ratte. Die hat auch keine Menschlichkeit mehr. So, aber wo geht's jetzt lang? Och nein! Diese Explodierviecher. Was machen die nochmal, wenn man die abbekommt? War das Instant Vergiftung oder? Ja, irgendwie sowas. Okay. Die waren auf jeden Fall gefährlich. Wenn man. Also du bist quasi nicht. Ach, du bist da bei denen, okay. Ich gehe jetzt über die eine Brücke in das Haus, wo der Bogenschütze dich anschießt. Wenn du den Bogenschützen tötest, kommen zwei Skelette hochgeklettert. Ja, okay, der vergiftet dich instant. Sobald du den einmal zu nah. Oder sobald du in seine Explosion. Ah. Oh Gott. Moment. Ich kann sogar noch Feuermagie benutzen.
Können wir aber auch, kein Problem. Wir haben aber jetzt, können wir zeigen, wir benutzen das und dann sind wir entgiftet. Eigentlich. Okay, wir sind nicht vergiftet. Vielleicht das Rote. Okay, das funktioniert nicht. Mehr haben wir nicht. Da müssen wir halt die Vergiftung einfach durchlaufen lassen. Nur die mit den Blümchen hilft gegen die. Ja, ich habe die Blümchen benutzt. Also die. Ach, Toxin ist das, okay. Mhm. Okay, hat geklappt. Hat geklappt. Hier haben wir gerade auch so eine Schnur durchtrennt. Da ist eine Leiche nach unten gefallen. Die können wir jetzt gleich looten. Die habt ihr ja ganz kurz unten gesehen. Werden wir gleich auch machen. Ich würde sagen, wir rushen einfach hier durch das Gebiet durch. Was heißt nicht durch das Gebiet, sondern durch diese Burg, weil ich mag diese Festung. Also ich bin jetzt bei diesen drei Feuerzauberern gerade. Okay, ich bin da drüber, ja, genau. Versorgt. Seele Ritter. Pass auf, Ring. Nee, das ist kein Ring. Oder habe ich hier was verpasst? Runterklettern? Hm. Nicht mehr. Das war knapp. Beinahe hätte mich auch vergiftet, aber ich konnte es noch abwehren. Ich habe zum Glück. Oh Gott, wo kommen die alle her? Die kommen. Zack und zack. Ist das ein Fake? Ja, das ist kein Fake. Gemäldekapuze. Okay, jetzt habe ich dasselbe Equip wie diese Gemäldetypen. Und hier bin ich runtergekommen. Du weißt immer noch nicht so genau, wo du. Ach, du bist hier hochgelaufen. Okay. Du findest mich, glaube ich, nicht. Ich bin hier echt nirgendwo. Bist du auf dem Dachboden noch, oder? Nee. Ich bin schon weiter. Aber ich komme da jetzt nochmal hin. Du kannst da, wo der Dachboden ist, unten kannst du was legen. Ich komme da jetzt hin. Ich werde da jetzt ja, nochmal hinkommen. Dann lege ich da einfach mal. Weil ich bin jetzt da unten. Mal gucken, ob ich dich finde. Ja, oder? Nee. Nee. Ich leg's jetzt erst gerade. Ich musste nochmal runterspringen. Ich leg's da, wo. Ja, leg's einfach. Die... Ich sehe das schon. Ja, okay. Dann warten wir hier. Es ist halt natürlich immer blöd wegen dem Multiplayer. Deswegen. Ich will nicht, dass das so extrem lange. Oh, da sehe ich das, glaube ich. Ja. Oder? Nee, das ist so ein Gegner. Einfach da mitten im Raum gelegt oder wo hast du das hingelegt? Ich hab's nicht da, wo man herkommt, sondern da, wo man hingeht, quasi in der Mitte gelegt. Okay. Also im kleineren Part von dem unteren. Ja. Ja, ich sehe es. Tinquartz wird beschworen. Du wirst gerufen. Geh ich schon mal weiter? Immer wenn ich das sage, sterbe ich in der nächsten Sekunde. Ach, hier kommt wieder ein Gegner. Oh, der wird lustig. Ich weiß nicht, wie man den Drachen außerhalb von Zaubern besiegt, der gleich kommt. Ich gehe erstmal hier die Treppe nach oben gegen die Harpien kämpfen. Das wird mich auch schon wieder lustig. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo du denn eigentlich hin willst. Ach, du bist im Rundturm? Genau. Okay. Oh Gott, ich sterbe gerade. Komm runter und lauf raus. Ich mach dich schon. Nein, die executet mich. Da ist ich bin tot. Oh, ey, was halten die Harpien denn aus? Die sind überkrass. Die muss ich... Oh, die kann ich nicht mit Feuer besiegen. Ich brauche meine Feuerzauber.